Daran Rebecca Harms. Johannes, du hast das Wort für 3 Minuten. Jo, vielen Dank. Sehr geehrte Parteifreundinnen und Freunde, der Putin, der lacht uns doch aus, ganz im Ernst, ja? Wenn wir hier als einzige Partei, die im Bundestag noch wirklich klar Meinung gegen Putin sagt, oh, wir können jetzt hier die demokratische Bewegung in der Ukraine nicht legitimieren, weil da ist ein Polizeichef rechtsradikal. Also tut mir leid, das geht nicht. In Russland regiert ein Despot. Von wem wird der überhaupt unterstützt? Ja? Wahlbeobachter kommen zu seinen Wahlen. Wer sind die Wahlbeobachter? Die kommen zum Teil auch aus Deutschland. Das sind Menschen, die sind in der AfD. Das sind Menschen, die sind in der NPD. Das sind Menschen wie Marine Le Pen. Ja? Das sind Putins Freunde, mit denen er zusammen sein Europa aufbauen will. Und wenn wir so jemanden, ja, wenn wir so jemanden gegen die demokratische Bewegung in der Ukraine abwägen und sagen, da gibt es weder Gut noch Böse, dann sind wir nicht mehr glaubwürdig, weil als grüne Partei verstehen wir uns als demokratische Partei. Und das, was dieser KGB-Despot da macht, das ist das komplette Gegenteil von Demokratie. Wenn man sich anschaut, wie er jetzt versucht, in Deutschland demokratische Meinungsbildung zu unterwandern mit eigenen Sendern, ja, wie Russian Today, und was für Menschen dort zu Wort kommen, dann können wir doch nicht sagen, das ist gerechtfertigt, und können doch nicht sagen, wir müssen abwägen gegen die Ukraine und wir müssen da zu einem ausgeglichenen Ergebnis kommen. Auf Russian Today redet Jürgen Elsässer. Sagt euch dieser Name was? Jürgen Elsässer redet von Antifaschisten, aber Antifaschisten sind bei ihm alle Menschen, ja, alle Menschen, die nicht links sind, so. Die Antifaschisten sind bei ihm Menschen wie Hooligans gegen Salafisten, ja? Und das sind die Unterstützer Putins für seine neue Friedensordnung. Und es wird wieder von Verständnis geredet. Das letzte Mal, dass ich gehört habe, dass man Verständnis gegenüber Putin haben müsste. Also nein, an sich höre ich das immer, aber das letzte Mal, dass es wirklich aufkam, war nach der Annexion der Krim. Da wurde gesagt, oh, man müsste Verständnis haben, weil er wollte seine Landsleute ja beschützen. Ja, von wegen wollte er seine Landsleute beschützen. Er wollte seine imperialistische Politik vorantreiben. Und dann wurde gesagt, wir brauchen jetzt Anerkennung und wir brauchen jetzt Verständnis und was weiß ich, was immer noch für nette Floskeln benutzt wurden. Und dieses Verständnis, was hat sie uns gebracht? 2 Wochen später standen sogenannte Separatisten, ja, vor Donetsk. Und diese Separatisten, dazu würde ich gerne auch noch etwas sagen. Dass wir alleine dieses Wort Separatisten in den Mund nehmen als grüne Partei, das geht einfach nicht. Denn diese Menschen, das sind Söldner. Und damit, dass wir sagen, es sind Separatisten, legitimieren wir quasi sie. Aber das sollten wir nicht machen. Ja, liebe Freunde, ihr bemerkt, das ist einfach skurril, was wir hier machen. Ja, diese studentische, proeuropäische Bewegung gegen Putin alleine abzuwägen. Was gibt es denn da abzuwägen? Vielen Dank.